Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview für das dritte Jahrtausend. Mein Gast heute ist Ralf T. Niemeyer. Guten Tag, Herr Niemeyer. Schönen guten Tag. Und Herr Niemeyer ist eine Person, die zu vielen entscheidenden Momenten der Geschichte, der deutschen Geschichte, aber auch der Geschichte anderer Länder, an dem Ort war, an dem gerade etwas Wichtiges passierte. Also das ist in einer erstaunlichen Vielfalt von der deutschen Wiedervereinigung, die Pressekonferenz, wo Herr Schabowski sagt, ich glaube, das ist ab heute. Diese Frage dazu hat der Herr Niemeyer gestellt. Er hat mit Gorbatschow geredet nach dem G7-Gipfel, auf dem Gorbatschow erpresst wurde, entweder die westliche liberale, neoliberale Wirtschaftsordnung zu übernehmen oder Jelzin würde von dem Westen bevorzugt und unterstützt werden. Und jetzt ist wieder so ein Fall. Ralf T. Niemeyer war letztes Jahr im Oktober zu Besuch bei John Magufuli, dem Präsidenten von Tansania, der unter merkwürdigen Umständen, würde ich das mal nennen, ums Leben gekommen ist. Und das wollen wir diesmal genauer beleuchten. Herr Niemeyer, wieso sind Sie überhaupt in Tansania bei Präsident Magufuli gewesen? Waren Sie als Journalist unterwegs oder hatte das andere Gründe? Nein, ich bin ja als Journalist nicht mehr aktiv und ich habe längst mit humanitären Wasserprojekten zu tun und war aus diesem Grunde auf der Insel Sansibar Anfang Oktober und habe dort einerseits den Gouverneur oder Präsidenten von Sansibar getroffen, von der autonomen Region dieser Insel getroffen und auch Präsident Magufuli und habe mit ihnen eigentlich über Meerwasserentsalzung, ökologische Meerwasserentsalzung und Trinkwasseraufbereitung gesprochen und eben nicht ein politisches Interview geführt, was ich sonst früher natürlich dann gemacht hätte und entsprechend auch dokumentiert hätte. Also was ich gesehen und erlebt habe, ist alles auf persönlichen Ereignissen beruhend und aus einem anderen Grunde als dem es zu veröffentlichen. Das war nicht die Absicht und ja, das hat mich halt jetzt doch sehr erschüttert, dass beide Präsidenten inzwischen verstorben sind und beiden angehangen wurde, sie hätten die Covid-19-Gefahren in Abrede gestellt oder geleugnet. Und das scheint mir eine Kausalität zu sein, die doch sehr bemerkenswert ist. Kommen wir damit vielleicht mit diesem Thema direkt nach dieser Frage. Welche Indizien haben Sie denn? Es wird viel jetzt insbesondere in den sozialen Medien darüber geredet. In den normalen Mainstream-Medien kommen andere Berichte. Das werden wir auch gleich noch auseinandernehmen. Welche Indizien haben Sie, dass man bei dem Tod von John Magufuli vorsichtig sein sollte? Naja, es sind schon die Umstände, dass er also einige Zeit jetzt nicht im Land gewesen war und als verschollen galt. Also man hat in Tansania selber ihn quasi gesucht. Es gab ja auch dann Spekulationen seitens der Opposition, dass ihm was zugestoßen sei. Und man hatte dann versucht, diese Nachrichten zunächst zu unterbinden und sogar Leute verhaftet dafür, wenn sie das im Internet behaupten, dass es dem Präsidenten nicht gut gehe, er irgendwie erkrankt sei oder ähnliches. Und jetzt weiß man ja inzwischen, dass es tatsächlich also zu dem traurigen Tod gekommen ist und er offensichtlich zuvor oder zu dem Zeitpunkt in Kenia gewesen ist. Und das schafft schon einige mysteriöse Umstände. Und natürlich ist es immer so, aus meiner Erfahrung als Journalist, ich habe 30 Jahre in so einem Bereich gearbeitet, wo man ständig mit Verschwörungen und Verschwörungstheorien konfrontiert wurde, weil halt hinter den Kulissen doch sehr viele Dinge stattfinden, die erstmal nicht nach außen dringen und wenn, dann nur sehr zögerlich aufbereitet werden können. Also in diesem konkreten Fall gibt es diese Spekulation, dass er also auch das geahnt hat, dass er wohl auf der Zielscheibe sei hier. Und das hat er in unserem Gespräch Anfang Oktober indirekt auch zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, er weiß, dass er sehr stark unter Druck geraten wird, wenn er weiter sich gegen die Corona-Maßnahmen, die international getroffen werden, stemmen würde.
Das ist ja eine recht allgemeine Aussage noch, dass er unter Druck kommen würde. Selbstverständlich unter Druck, weil ja die WHO und also die gesamte globale, die westliche Politik in diese Richtung zielt. Ist das irgendwie konkreter geworden? Also das heißt, hat er das konkretisiert, von wem unter Druck und wie? Und er meinte da physisch oder einfach psychischer Druck? Also können Sie Näheres dazu sagen? Ja, also er war ein Mensch, ich vergleiche ihn immer eher mit Hugo Chavez von Venezuela, der auch ein sehr burschikoser und sehr direkter Mensch war und Dinge sehr deutlich ausgesprochen hat und sich auch sehr stark gegeben hat und zwar auch physisch stark gezeigt hat. Und das war bei John Magufuli ähnlich. Er hat gesagt, also ich werde mit dem schon fertig und ich weiß, dass diese Pharma-Mafia mich am liebsten weg haben würde. Und also er hat es sehr deutlich to get rid of me gesagt auf Englisch. Und das wäre beseitigen auf Deutsch. Also, dass sie ihn nicht nur loswerden, sondern beseitigen würden, das hat er angedeutet. Er hat nicht gesagt, er befürchtet, dass das jetzt passieren würde, sondern er hat das zum Ausdruck gebracht, dass er sich dessen bewusst ist, dass die das gerne so hätten. Also ich glaube nicht, dass er direkt in dem Moment, als er mir das gesagt hat, eine Todesahnung hatte. Das glaube ich nicht. Mhm. Warum sollte er denn oder warum musste er annehmen, vielleicht beschreiben Sie die Politik mal von ihm. Also wer für was steht Präsident Magufuli in Tansania? Für welche Art von Politik? Naja, schon so ähnlich wie das in Bolivien oder auch in Venezuela war, dass man den Anspruch hatte, dass die Rohstoffe im Land auch im Land verarbeitet und nicht einfach nur ins Ausland exportiert würden. Somit also Produktion und Arbeitsplätze im eigenen Land entstehen oder gehalten würden. Und das war die Politik, die Evo Morales in Bolivia oder Hugo Chavez in Venezuela immer verfolgt haben, um somit mehr Souveränität für ihr eigenes Volk zu erreichen und entsprechend sich nicht auf neokoloniale Art ausbeuten zu lassen. Und das war sicherlich einer der Gründe, weshalb man ihn gerne loswerden wollte, wie man das ja auch bei Chavez und auch bei Evo Morales in Bolivien erreicht hat, durch Putsche oder durch sogar den Tod. Und das, denke ich, steht in einer Reihe und kann durchaus verglichen werden. Und das Nächste, was ihn natürlich jetzt in dieser Weltkrise ausgezeichnet hat, ist, dass er tatsächlich zum Teil auf humoristische Art gesagt hat, naja, wenn ich eine Papaya zum Testen mit dem PCR-Test schicke und die kommt zurück und hat auch Corona, dann schmeiße ich die WHO aus dem Land. Das hat er zwar nicht ganz so dann durchgeführt, aber er hat sich doch sehr widerspenstig gezeigt bei der Umsetzung der jetzt weltweit einsetzenden Normierungen und war da allen im Westen und ich sag mal besonders auch aus deutscher, britischer, amerikanischer Sicht und aus Sicht der Pharmaindustrie sicherlich ein Dorn im Auge und man wollte ihn lieber früher als später loswerden, denke ich. Ist er derjenige gewesen, der die Papaya, die Ziege und das Maschinenöl zum Test geschickt hat? Ist das Präsident Magufuli? Ja, das hat er auch in unserem Gespräch nochmal, wie gesagt, mit einem gewissen humoristischen Touch wiedergegeben und hatte dann dazu gesagt, also als die dann alle positiv zurückkamen, habe ich mich entschlossen, dass wir diesen Quatsch nicht mitmachen. Also wie gesagt, auf eine ähnliche, er sagte das Wort Nonsense in dem Fall, ja, we won't participate in that nonsense. Also wir werden diesen Quatsch nicht mitmachen. Das waren seine Worte. Und er hat ja auch dann verfügt, dass es keine Maskenpflicht gibt, allerdings im Servicebereich in Hotels und Restaurants Masken getragen werden, allerdings nicht für die Besucher, Gäste, Touristen, wie auch immer, sondern das ist ein sehr relaxter Umgang im Vergleich zu unseren Breitengraden hier mit dem Virus ist. Und natürlich auch die Impfkampagne, die jetzt als nächstes kommt, würde wahrscheinlich in Tansania unter Magufuli nicht so greifen, wie das in vielen anderen Ländern schon der Fall ist oder auch vorbereitet wird. Wird die Politik sich nach Magufuli in Tansania ändern? Ich erinnere im Zusammenhang mit Olaf Palme, da hat ja damals der Richard Byrd gesagt, dass die Politik nach dem Tod von Palme in Schweden endlich wieder normal wurde. Man hat sich nicht mehr um Sachen gekümmert, die einen gar nichts angehen, nämlich Geopolitik, sondern hat sich um seinen Kram vor seiner Haustür gekümmert. Wird das bei
bei dem Nachfolger von Magufuli so sein, dass wir eine Kehrtwende erleben in der Politik? Also ich denke, keine 180-Grad-Wende, denn auch die Vizepräsidentin, die jetzt heute als Präsidentin für die verbleibenden fast 4,5 Jahre der Amtszeit eingeschworen wurde, hat sich bisher eigentlich auch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Und sie hat vor allen Dingen auch Kontinuität früher schon bewiesen unter den ersten 5 Jahren als Vizepräsidentin von Magufuli. Und sie hat allerdings sich manchmal etwas distanziert geäußert, was doch durchaus mit Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen wurde. Allerdings hat man sie auch damals so einfach das machen lassen. Es gab einige Kritikpunkte, die sie selber sogar am Präsidenten Magufuli hatte, aber keine derart fundamentalen, dass man jetzt davon ausgehen müsste, dass eine 180-Grad-Wende folgt. Ich denke eher, dass es darauf hinausläuft, wie mir auch schon in der deutschen Botschaft im Oktober, als ich dort auf einem Empfang war, in Dar es Salaam, in der Residenz des deutschen Botschafters, angekündigt hat, dass man also Investitionen seitens der KfW und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die ja längst vor Ort sind in Tansania, dass man die auch immer unter dem Aspekt bewerten würde, wie die Menschenrechtslage ist. Und da kommt jetzt der interessante Punkt auf, wo man sagen kann, die westlichen Medien und besonders auch die deutschen Medien haben sehr lange schon kritisiert, dass also unter Magufuli Menschenrechte verletzt würden, die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei. All dieses konnte ich zumindest nicht feststellen, als ich dort für einige Wochen letztes Jahr im Oktober war. Ich denke, es war ein und ist ein absolut freies Land. Wie gesagt, die Wahlen fanden auch statt und waren, soweit man das sehen kann, fair und frei. Und jeder, mit dem ich so gesprochen habe, Bedienstete im Hotel oder auf der Fähre oder im Flugzeug oder wo auch immer man auf Leute getroffen ist, auch im normalen Verkehr, die haben alle für diesen Präsidenten geworben und sagten, der Oppositionsführer hat null Chance. Nicht, weil er etwa nicht gelassen würde, sondern weil er selber eine Politik verfolgt, die sie nicht wollen, eine neoliberale Politik. Und jetzt kommt halt der Punkt, Magufuli hat sehr viel investiert in die Infrastruktur, auch in Bildung und in Wasserprojekte, deshalb war ich dort. Und die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aus Deutschland und auch die KfW finanzieren solche Projekte dort. Allerdings, wie gesagt, man hat sich schon gewünscht, dass die politische Ausrichtung etwas weniger sozialistisch sei. Okay. Kommen wir mal zu dem Thema. Sie sehen in der ARD Morgenmagazin oder was das war, hören Sie die Nachricht vom Tod von Magufuli und dann gibt es kurz darauf eine Änderung dazu. Vielleicht beschreiben Sie mal, was da los war. Ja, nun, ich hatte die Nachricht schon früher am Abend, Vorabend gehabt und habe natürlich dann auf die Morgennachrichten geradezu gelauert, um zu hören, wie die Nachrichten dann hier ankommen und bewertet werden. Und um 6 Uhr früh waren die Nachrichten auf der Tagesschau noch so, dass es hieß, es sei ein Herzversagen. Es war nicht vom Herzinfarkt die Rede, sondern ein Herzversagen. Dann hat sich das ab 8 Uhr dahingehend geändert, dass man sagte, infolge von einer Covid-Erkrankung. Also inzwischen heißt es, glaube ich, Covid habe den Herzinfarkt oder den Herzstillstand ausgelöst. Man sieht, wie da schleichend Einfluss drauf genommen wird. Also es ist bekannt, dass Herr Magufuli durchaus mal mit Herzproblemen zu tun hatte. Das ist schon vor Jahren bekannt gewesen, aber er hat daraufhin seine Ernährung umgestellt, hat darüber auch offen gesprochen und hat sehr viel mehr Sport betrieben. Es gibt Bilder von ihm, wie er in aller Öffentlichkeit immer wieder Kniebeugen macht und also Ausdauertraining und Push-ups und solche Sachen, um halt seine Tauglichkeit auch fürs Amt dann wieder zu belegen. Und er wirkte auf mich durchaus kräftig, fit und ein gesunder Mensch, so weit man das sagen kann, wenn man jemanden trifft. Und deshalb, ich halte das
für eine vorgeschobene Geschichte jetzt mit der Covid-Erkrankung, das in Verbindung zu bringen. Zumal das, wie gesagt, auch bei dem Präsidenten der autonomen Teilrepublik Sansibar angeblich der Grund gewesen sein soll. Mhm. Es wird ja immer mit einer gewissen Genugtuung dann sozusagen Covid-Leugner von Covid dahingerafft. Ist ja auch eine sozusagen schöne Nachricht in Anführungszeichen. Wie wird das denn in Tansania und in den Nachbarstaaten aufgenommen? Wie sozusagen wird gesagt, der Präsident, okay, der ist gestorben. Es gab ja, ich habe gerade beim, als ich im Internet gesucht habe, dass auch der Jugendsprecher seiner Partei vor kurzem ermordet wurde. Das ist eine Sache, die also dort in Tansania und Kenia, Tansania war es in einer Zeitung, wo ich drüber gestolpert war. Und es gibt auch noch etwas anderes, nämlich eine ganze Reihe von Leuten, die gestorben sind in letzter Zeit. Aber fangen wir mit der Frage an, wie ist das in Tansania oder in Kenia? Wie wird berichtet über den Tod von Magufuli? Ja, die Berichterstattung ist eigentlich erstaunlich zurückhaltend, was diese Art von Verschwörungstheorie angeht. Ich denke, die jetzt dann neu gebildete Regierung oder neu zu bildende Regierung unter der Vizepräsidentin, die jetzt die Präsidentin geworden ist, versucht auch wieder Ruhe herzustellen. Weil jetzt Unruhen, die durch so etwas ja durchaus sehr schnell entstehen könnten, sind sicherlich nicht im Interesse der Regierung. Und es kommt, wie gesagt, noch der Aspekt dazu, dass man auch international weiterhin ja kooperieren will und dass man sicherlich auch mit der GIZ gut verhandeln möchte. Und deshalb jetzt zu unterstellen, dass von außerhalb Tansanias die Ermordung vielleicht sogar mit deutscher Hilfe stattgefunden habe durch Geheimdienstoperationen oder Ähnliches, das will die Regierung garantiert nicht schüren. Denn das bedeutet auch ganz schnell, dass der Geldhahn dann abgedreht wird. Und in der Öffentlichkeit, in den Medien, wie wird dort berichtet? Oder sind die unter staatlicher Kontrolle? Ja, das ist es, was ich meine. Es ist erstaunlich zurückhaltend. Und jetzt aus der Bevölkerung kenne ich keine Stimmen, weil ich selber nicht vor Ort bin. Ich habe allerdings einen guten Geschäftspartner und Gesprächspartner dort, den ich sehr, sehr lange kenne, der selbst mal früher in Südafrika die rechte Hand von Nelson Mandela war und ihn politisch beraten hat und aber gebürtiger Tansanier ist. Und der hat mir gesagt, man möchte die Sache nicht hochkochen, aber er geht auch davon aus, dass Herr Magufuli ermordet worden ist. Ist das so, sage ich, das Gerücht auf der Straße? Ja, es scheint das Gerücht auf der Straße zu sein, wobei es, wie gesagt, auch da nicht jetzt groß wohl an die große Glocke gehängt werden soll. Was mir aufgefallen ist, wenn wir das vielleicht mal angucken könnten aus dem The Standard, das ist aus Kenia, aus Nairobi sind die, glaube ich, auch die Zeitung. Und da ist eine Schlagzeile, die letzten Posts von Präsident John Magufuli in den sozialen Medien. Und dann ist hier eine ganze Reihe, das sind jetzt nicht in Reihenfolge die allerletzten, aber das ist aus den letzten, ist doch eine beeindruckende Rolle von Traueranzeigen quasi, wo er den Tod, den plötzlichen Tod oder überhaupt den Tod von Weggefährten oder von Leuten, die für ihn wichtig sind, bedauert. Das sind, ich glaube, wenn ich jetzt zähle, sind 6 oder 7. Wenn man das so bringt in der Zeitung, ist das ja auch ein sozusagen ein Statement, wenn man sagt, das sind die letzten Posts von Präsident Magufuli, bevor er selbst gestorben ist. Die drehen alle, handeln alle von Tod. Ja, ja, wobei man auch da sagen muss, man muss es mit Vorsicht genießen, denn diese Veröffentlichungen kommen alle jetzt aus Kenia. Nun scheint das auch tatsächlich eine geopolitische Rolle zu spielen. Kenia hat gewisse Interessen, natürlich auch an Tansania als Nachbarstaat. Es geht auch um Lake Turkana, der beiden Ländern zusteht. Das sind auch unterirdische Wasserquellen, die ein enormes Ausmaß haben und eine wirtschaftliche Bedeutung haben würden. Die Zusammenarbeit in dem Bereich ist relativ schlecht und man muss sagen, die Konkurrenz zwischen Kenia und Tansania, auch darum, wie man entsprechend vom Ausland gesehen und gefördert wird. Also die Bundeskanzlerin war zum Beispiel vor 1 oder 2 Jahren war das erst in Kenia und hat dem dortigen Präsidenten nicht nur zur Wahl gratuliert, sondern auch entsprechend wirtschaftliche Unterstützung
zugesagt, die sie gleichzeitig dem Nachbarland Tansania nicht gewähren möchte. Also es sind so Dinge, wo ich sage, Kenia an sich hat sicherlich auch eigene Interessen, jetzt vielleicht die Sache etwas anders auszuschlachten, als das wirklich eine ehrliche Aufarbeitung der Sache wäre. Natürlich, ich habe auch diese Posts ja mitbekommen und ich denke schon, dass Präsident Magufuli herum eine Reihe von seltsamen Geschichten und Tötungen im Gange waren, ob die Menschen wirklich so gestorben sind, wie es berichtet wurde oder ob es da nachgeholfen wurde, weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall weiß ich auch, dass Kenia, wie gesagt, ein gewisses Konkurrenzverhalten an den Tag legt und vielleicht jetzt daraus etwas Nutzen ziehen kann aus dieser Lage. Das ist allerdings sehr spekulativ, was ich hier sage. Bei den Beziehungen, die Sie nach Ostafrika haben, gibt es denn Informationen, die Sie aus direkterer Quelle, also das heißt, die näher am Präsidentenpalast oder an der Politik sind, die existieren, also von denen Sie gehört haben, wie das mit dem Tod von John Magufuli gewesen ist, also zu den Ursachen. Welche Informationen gibt es, die nicht medial sind, sondern die Sie aus Ihrem Bekanntenkreis bekommen haben? Ja, also da gibt es, wie gesagt, zwei. Einerseits von Moto Mabanga, dem früheren Berater von Nelson Mandela, der selbst Bürger von Tansania ist und sich auch dort im Moment aufhält und sehr nah an dem politischen Geschehen dort ist und auch die Regierung beraten hat. Der hat mir ja einerseits das auch bestätigt, dass er davon ausgeht, dass der Präsident wohl ein Opfer geworden ist. Wie er sagte, will das nicht sehr hoch hängen. Man möchte einfach weitermachen und versuchen, das Land wieder auf Kurs zu bringen. Da muss ich aber fragen, ein Opfer des Virus oder ein Opfer von Personen? Nee, dann doch eine Machenschaft. Also das hat er sehr deutlich so ausgesprochen und sagt, es wäre naiv zu glauben, dass da nicht nachgeholfen worden wäre. Mhm. Das sagt jemand, wie gesagt, der eine lange politische Erfahrung hat und viele Positionen hatte in Afrika, auch in der African Union. Was ich jetzt noch als einen sehr direkten Hinweis sehen kann, ist die Nachrichten, die ich von dem Sohn des Präsidenten von Kenia, Jomo Kenyatta, bekommen habe. Wir tauschen uns öfters aus, eigentlich über nicht sehr politische Fragen, sondern über Fragen des Lake Turkana und Wasserprojekte auch in Kenia. Und er hatte mir allerdings auch gesagt, dass man in Kenia davon ausgeht, dass der Präsident Magufuli ermordet worden sei. Und das sagt er unumwunden und wie gesagt auch nicht mit einer Trauer oder Ähnlichem, sondern einfach pragmatisch sagt er, ja, das war wohl so, der hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und hat halt nicht mitmachen wollen, was alle im Moment machen müssen. Und damit meint er natürlich die Covid-Pandemie. Und das deckt sich dann schon mit den Vermutungen, die ich hatte und die, wenn ich eins und eins zusammenzähle, die dann doch ein Bild ergeben. Mhm. Dann sagen Sie doch vielleicht mal, welches Bild? Ja, ich denke, dass, wie gesagt, die Pharmaindustrie, Pharma-Mafia sich in der Form an Präsident Magufuli gestört hat, dass er nicht nur sagt, man könnte auch mit anderen Heilmitteln dieser Pandemie Herr werden, nämlich mit natürlichen Mitteln im Gegensatz zu den Impfstoffen oder anderen Medikamenten. Das hat natürlich sie unglaublich gewurmt, denke ich. Und wenn ein Präsident in einem nicht ganz unwichtigen Land das vehement vertritt und auch beweisen kann, dass es einer Bevölkerung insgesamt sehr gut geht und sie eben nicht reihenweise an Covid-19 sterben, und das ist ja in Tansania so,
ja, dann ist er letztlich ein Dorn im Auge und steht auch im Weg. Und natürlich ist das eine Art, das reicht ein Präsident von 53 Staaten, der den ganzen Kontinent durcheinanderwirbeln kann. Wir haben das auch bei Chavez gesehen, vorher bei Castro. Die hatten eine Strahlkraft in ihrer jeweiligen Weltregion, die weit über ihr eigenes Land hinausging. Und das war auch Präsident Magufuli. Man hat sogar gesagt, er könnte den afrikanischen Kontinent eines Tages mal so einen und auch mit seiner Freiheitsrhetorik, indem er gesagt hat, wir müssen uns befreien und unsere Rohstoffe selber zum Verkauf, nicht zum Verkauf, sondern zur Verarbeitung geben. Das waren Dinge, die natürlich gegen Neokolonialismus und auch gegen die großen Konzerne gerichtet waren. Und natürlich, wenn er noch stärker geworden wäre, weil er vielleicht in der Afrikanischen Union eine stärkere Rolle gespielt hätte eines Tages, dann wäre das ein großes Hindernis für die Pharmaindustrie. Und ob wir jetzt Bill Gates da beim Namen nennen müssen, weiß ich nicht. Aber es gibt ja Interessen offensichtlich von unterschiedlicher Seite, von US-amerikanischen Konzernen, aber auch europäischen, die sich dort breit machen wollten und die auch gerne am Pandemiegeschäft verdienen wollen, wie wir alle wissen. Es gab Vorwürfe gegen China auch, die ich gelesen habe. Was halten Sie davon? Also, dass China in Tansania sich ausgebreitet habe. Den Chinesen wird ja gerne vom Westen vorgeworfen, dass sie eine imperiale Wirtschaftspolitik machen, während der Westen nur humanitäre Entwicklung unterstützt. Und ganz so machen sie es nicht, aber wird schon darauf hingewiesen, dass man auch in die eigene Tasche dabei wirtschaftet. Aber wie war das Verhältnis zu China und zwischen China und Professor Magufuli? Ja, ich denke, es war auch da eher pragmatisch. Natürlich gab es chinesische Investitionen in Tansania und gibt es auch noch. Und es ist nur der Unterschied auch zu bemerken, dass eben Tansania nicht ganz so offen für China war bislang, wie es Länder wie Kongo oder ähnliche Staaten sind, wo man sagt, die Chinesen haben im Prinzip jetzt da die Industriepolitik zum Teil übernommen. Also das und auch die entsprechende Ausbeutung dazu. Mhm. Ja, das war so in Tansania noch nicht der Fall. Und vielleicht ist es auch so, man muss in alle Richtungen ermitteln. Vielleicht gab es da auch Interessen, dass er eben weg sollte. Und dann hat er das vielleicht selber auch schon geahnt, wenn er das mal so angedeutet haben soll, dass er Leuten im Weg steht, dann ist das auch in dem Zusammenhang zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass die Chinesen jetzt hinter einem Mordkomplott stecken würden dort. Das würde ich mal nicht annehmen. Mhm. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, Ihr Gespräch im Oktober 2020, der Präsident sagt, die wollen mich weghaben. Frage wer? Die Pharmaindustrie beziehungsweise die Leute, die an Covid gewinnen. Es gibt, öffentlich wird versucht, der Ball flach zu halten, weil es eine labile Situation im Moment sein könnte, wenn es so, wenn viel über Mord geredet wird, aber sagen auf der Straße und auch auf dem in den Diplomatenwohnungen wird anders geredet, wird der Mord für möglich gehalten. Wir sollten trotzdem uns an die Fakten halten und vorsichtig sein damit. Aber zum Gesamtbild gehört auch das dazu. Und Sie haben einen Entwurf gegeben, wer ein Interesse daran haben könnte. Wie sind denn überhaupt die Raten in Tansania? Wie schlimm grassiert denn Covid-19 in Tansania? Eigentlich fast gar nicht. Also es gibt ein paar hundert Fälle, die man klar identifizieren konnte, dass es also tatsächlich auch mit dem Virus zu Todesfolgen gekommen ist. Aber es ist, sage ich mal, auch so, wenn die politische Lage das nicht möchte, dass es so bezeichnet wird, dann wird dem wahrscheinlich auch stattgegeben, umgekehrt wie bei uns ja bald jeder Verkehrsunfall auch als Covid-Opfer gilt. Also es ist, glaube ich, in allen Richtungen nicht ehrlich, wie berichtet wird. Und ich denke natürlich, das Virus wird es da so geben, wie es ein Grippevirus gibt, wie es andere Viren gibt. Und natürlich gibt es auch entsprechend Todesfälle. Aber es sind keine Wellen von
Menschen, die jetzt plötzlich versterben in einer Art Pandemie oder Ähnlichem, das gibt es dort nicht. Und soweit ich gesehen hatte, waren die Testzentren, die es ja gibt, also ich musste mich ja auch mit PCR-Tests mehrfach für die Rückreise dann also testen lassen. Und das war alles sehr professionell gemacht worden und war also auch sehr bürokratisch übrigens. Also sie haben es sehr genau aufgeschrieben, wann, wer, wo, welches Teströhrchen wohin geschickt hat. Und das war schon fast bürokratischer, als es in Deutschland der Fall ist. Also ich denke schon, dass die Pandemie, wenn sie dort ein bisschen auch vorhanden sein sollte, dass sie dann auch entsprechend berichtet würde. Aber es ist einfach nicht so ein dramatischer Fall bekannt, dass dort mehrere tausend Menschen daran gestorben wären, ist nicht bekannt. Also es war im Zusammenhang mit den Proben, die Präsident Magufuli weggeschickt hatte, also ich erinnere mich, Ziegelpapaya, Erdöl eben oder Getriebeöl oder was das war, dann war die Fact-Checker in der Tagesschau waren dann da und haben versucht, Vermutungen, es waren keine Fakten, sondern sie haben Vermutungen gebracht, warum es sein könnte, dass diese Fehlergebnisse, die nun eindeutig als Tatsache vorlagen, also als Fact, warum die falsch sein könnten, dass jemand draufgehustet hat und dann oder so, dass in Afrika das vielleicht nicht so richtig gut funktioniert mit den Laborsachen. Also das ist so eine Sache. Und ich möchte noch an eine zweite Sache erinnern, wenn wir davon reden, dass Präsident Magufuli sich auch für die heimischen Pflanzen interessiert hat. Es ist ja gerade auch übrigens bei der WHO selber, wird untersucht, eine Kombination von einer Limonade, einer koffeinhaltigen Limonade, die in Madagaskar ist es, glaube ich, vertrieben wird. Mhm. Die Artemisia annua, also einjähriger Beifuß, das ist, aus dem wird das beste Malaria-Medikament, das es zurzeit weltweit gibt, gewonnen, mit weitem Abstand das wirksamste und noch weniger Resistenzen, also das Beste, was es zurzeit gibt. Und das ist ein Medikament, was gegen oder ein Wirkstoff, der gegen sehr viele Sachen wirkt und erstaunlicherweise wie andere Malaria-Medikamente auch, wie Hydrochloroquin, auch gegen Covid-19. Das wird jetzt untersucht. Also die Vorstellung, dass da ein Präsident auf die heimische Pflanzenwelt zurückgehen will, ist nicht so naiv, wie das auf den ersten Moment klingt. Also das heißt, auch nochmal 60% der Krebsmedikamente werden aus natürlichen Substanzen gewonnen. Ja, das stimmt. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, Präsident Magufuli war selbst ein sehr bodenständiger Mensch. Er ist aufgewachsen auf einer Farm und er hat dann später ja studiert und auch einen Doktortitel sogar erworben. Aber er hat halt eine Herkunft, die sehr naturverbunden ist, wo man sagen kann, er ist so aufgewachsen, dass er sich auch damit wahrscheinlich auskannte, dass er sagte, also vertraut mehr auf die Natur als immer gleich auf die Chemiekeulen. Und das hat ihn auch ausgezeichnet, dass er so mit der normalen Bevölkerung auch so gesprochen hat. Und deshalb war er auch so beliebt. In gewisser Weise eben jemand, der nicht einfach nur sich akademisch gebildet hat und dann das raushängen lässt, sondern dass er sehr bodenständig an die Dinge rangegangen ist und zumindest diesen Dingen eine Chance gegeben hat, dass er gesagt hat, lasst uns das mal versuchen, vielleicht ist das die Lösung. Ja. Also dass diese Offenheit, die da mitschwingt, die hat halt nicht jeder Staatschef und bei uns, glaube ich, schon gar nicht. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an Thomas Sankara, wie Sie es jetzt beschreiben. Also auch so mit dem als erstes mal die Dienstwagen weg, also die goldenen Kaffeetassen oder die goldenen Warmhaltekannen, wie das ja ein deutschen Unternehmen ist, wo man untersehen kann, an welcher Stelle jemand steht, ob er eine silberne oder eine goldene hat. Also das heißt, er hat und eben sozusagen Sankara und Chavez eine Ähnlichkeit. Ralf Niemeyer, vielen Dank. Es gibt viele Themen, über die wir uns noch unterhalten können. Also das reicht vom Barschel-Mord über die Geschichte der deutschen Einheit eben bis zum Abservieren von Michail Gorbatschow durch die internationale Politik- und Wirtschaftselite werden wir auch mit Sicherheit noch machen. Es gibt viel zu viel, was mich interessiert, wo Sie dabei waren. Ist geradezu unglaublich. Dafür sind Sie eigentlich viel zu unbekannt, würde ich sagen, für das, was Sie da gemacht haben. Ich bin höchstens mal durchs Bild gelaufen. Ja, das ist so ähnlich wie bei Selig bei dem Film, aber bei welchen Szenen? Ja. Okay, also dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und bis demnächst.